Aus Radio Duisburg, Alt-Weibers. Hello! Alt-Weiber! Hello! Für euch geht's ja um ihren Rat! Auf der Bühne, was war los? Ja, die Möwen haben mich unten im Rathaus festgehalten. Wir haben weibliche Damen am Empfang sitzen. Weibliche Damen? Ich wusste, dass Janike jetzt aufpasst, es war nur ein Test. Wir hatten natürlich Damen an den Fang sitzen und wir haben sie hier rechtlich nehmen lassen und haben auch eine Krawatte abgeschnitten und deswegen mit ein bisschen Verzögerung. Es tut mir leid, aber ich habe mich ja natürlich gewehrt. Und dieses Jahr gibt es auch zumindest eine dezente Verkleidung. Richtig, dieses Jahr wollte ich mal ein Bayer sein und die Lederhose habe ich zu Hause. Die Lederhose habe ich zu Hause. Ich bin noch ein bisschen erkältet, von daher. Großes Mitleid. Aber man erkennt es doch, oder? Man erkennt es doch. Sie zu entschlüpfen heute. Die Krawatte, was ist das? Oh, sogar eine Duisburg-Krawatte. Aus dem Souvenirshop noch geklaut. Ja, aus dem Restbestand der DMG. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, dass wir da in Duisburg in der Mitte jetzt. Aber gut, okay. So, du bist die Maike aus Neudorf und hast die große Ehre. Bist du schon ein bisschen aufgeregt? Nö. Schon etliche Schlüpse abgeschnitten an Altweiber. Genau. Und wie viele Schnitte braucht sie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kein Prinzenbrot. Nein. Wir machen unser Prinzenlied für euch. Macht ihr alle mit? Was hält sich mein Gesicht daran verloren? Komm jetzt, wie man die Chance.